Heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar, ich befinde mich ja in Pattaya. Und wir wollen heute mal frühstücken gehen. Und ich zeige euch mal von außen, wie dieses Objekt von außen aussieht. Und dann gehen wir mal rein. Also, ich war schon mal hier, war schon mal eingeladen mit den Abonnenten. Schöne Grüße gehen raus. Ich bedanke mich nochmal. Und wir schalten jetzt mal rum. Es ist ungefähr 10 Uhr in der Früh. So, ihr seht es ja, es ist natürlich, ich bin beim Sonnenschein losgefahren. Allerdings seht ihr gerade, es hat angefangen mit Nieseln. So, dass ihr ungefähr wisst, wo ich bin. Und wir wollen heute in dieses Objekt, in den Biergarten. Der Pattaya Biergarten ist auch abends geöffnet. Man kann auch abends essen gehen, aber wir werden mal zum Frühstück reingehen und dann werden wir mehr erklären. So, wir gehen mal rein. Und zwar, ihr seht hier vorne, hier ist der Eingang. Und hier sind Bars. Allerdings sind die erst abends geöffnet. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Wir können ja abends nochmal herfahren. Aber vorher war ja schon ganz schön was los hier. Die ganzen Mädchen, die haben ja bis hier vorne gestanden und getanzt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so an dem sein, weil, ja, man sieht's, die Bar ist zwar offen, aber ja, es sieht schon so ein bisschen sehr komisch aus. So. Also, hier könnt ihr auch parken, wobei, ja, was das wieder ist, heißt, es soll da vorne Parking free, 20 Watt. Also, ich gehe mal davon aus, wenn man hier isst oder hierher fährt, dann kann man umsonst parken. Ansonsten würde ich sagen, wahrscheinlich 20 Watt, wenn er nachts parkt. Aber ihr könnt hier mal gucken, es sind hier alles Parkplätze, hier. Und die Straße wird ja an sich erneuert mit Parkplätzen. So, oh, die Sonne klärt auf. So, ihr seht hier, man kann schön parken. Und für die, ein bisschen über die Nacht, 100 Watt, ist okay. When eating dot I had free, or he said, but when I can cow dinner, it's motorbike free. No. Dann mal 20 Watt. Okay, hier also. Wir sind jetzt im Biergarten. Hier ist auch sehr schön, habe ich auch schon mal gesehen. Ihr müsst ja natürlich mal aufpassen, hier ist die Abzocke ganz schön groß. Ob es in diesem Restaurant, weiß ich nicht. Aber hier wird immer mal ein bisschen rumgepanscht mit etwas weniger Bier. So, wir gehen mal erstmal hier draußen lang. Oh, guckt euch das an. Aber ich würde sagen, wir haben schnell einen Werbeblock rein. Und dann gucken wir mal. So, hier sind wir wieder. Oh, ist das. Und die Sonne kommt. Also, um das mal hier zu sehen. Man kann hier natürlich auch abends sitzen. Abends ist es auch sehr, sehr schön. Aber wir müssen mal gucken hier. Ist das eine Aussicht? Es nieselt natürlich immer mal, so dass wir uns wahrscheinlich reinsetzen müssen. Ja, ihr seht es hier. Es ist nicht ganz so viel los. Aber das macht ja nichts. Wenn ihr mehr zu dem Objekt wissen wollt, dann müsst ihr mir das mal sagen. Dann zeige ich euch das mal. So, wir gehen mal rein. So, jetzt gehen wir mal hier draußen hin. Also, ist noch gar keiner da? It's open, yeah. Open, yeah, but maybe not. Ja, I go inside, vorhin. Okay, gehabt.
So, also, ich habe mal gefragt, ob es überhaupt offen ist, aber ich hier der Einzige bin. So, also, wir gucken mal rund hier. Für viele bestimmt sehr interessant. Also, ihr kennt ja die Walking Streets von vorne. Und jetzt seht ihr sie mal von hinten. Ja, müssen wir mal gucken, was das für ein Objekt ist. Das sieht von vorne bestimmt wunderschön aus. Also, hier sind noch mehrere Essensrestaurants. Ihr seht es dort. Und alles Seafood. Aber um das gleich mal zu erklären, ist es so, ihr braucht die Thai-Mädchen damit nicht zu beeindrucken. Weil im Prinzip ist Essen Essen. Und für die Thais ist manchmal egal, wo man isst. Also, wenn ihr hier ich sag's mal so salopp, ein Abziehen wollt mit Kerzenschein und hin und her und Blümchen, dann seid ihr in Thailand eigentlich verkehrt. So, wir gehen mal rum. Da Pia. Und ganz schön was los. Also hier sind ja auch noch die großen Schiffe, wie hier und hier, das sind Essen-Restaurants. Ansonsten ja, ist ein bisschen was los. 4 Fallschirme unterwegs und ich würde sagen, wir setzen uns erstmal rein und gucken mal, wie es drinnen aussieht. So, also, es sind viele Leute da hier, man ist schon am Machen und Tun und wir werden uns jetzt mal ein Plätzli suchen. Ja, wir werden hier hingehen. Also haben wir trotzdem ein bisschen die Sicht. Ui. Also, wir werden erstmal bestellen. Ich werde mal in die Karte gucken, was es so gibt. Und dann melde ich mich nochmal. Also ist gerade so, ich soll erstmal was zu trinken bestellen. Und in 15 Minuten gibt es ein Frühstück. Ich habe noch Hunger. Und ja, muss ich die Kamera erstmal ausmachen. Und dann gucken wir später mal. Ach, es macht allgemein erst 10 Uhr auf. Also, hätte man wissen müssen, es hat von 10 Uhr bis 24 Uhr auf. Also, wir gucken mal. Also Essen finde ich eigentlich vom Verhältnis her, es kann sein, weil es ein bisschen abgelegen ist und nicht mehr so voll ist wie früher, weil hier war schon ganz schön was los, da finde ich die Preise sehr angenehm. Also wir haben ja die Tara auf dem Markt gesehen mit 200 Baht für Fisch, hier kostet 260, das letzte Mal nur Soja und hier auch ganz angenehm. Hier haben wir nochmal ein Pattaya Biergarten. Ansonsten, ja, es ist so, die machen erst um 10 auf. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Die freut mich gerade schon, was sie trinken will, aber ich will mir ja was Gesamtes bestellen. Ich werde mir das hier bestellen. Allerdings habe ich da keinen Preis. Aber ich will mal sagen, wenn das 150 kostet, und das hier wird das so dieselbe Preislage sein. Ja, ich würde sagen, wir warten und gucken uns noch mal die Landschaft an. Also, bis nach der Werbung! Also, wie gesagt, ich hätte mich ja gern draußen hingesetzt, aber es hört nicht auf mit Nieseln. Ja, und mit der Kamera geht es nicht, deswegen. Ja, müssen wir hier mal gucken. Ja, man ist so allgemein am Putzen und Machen, am Essen. Die Küche wird doch sauber gemacht. Deswegen, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Und da warten wir mal.
So, ist jetzt genau 10 Uhr. Ja, ich kenne mal von Thailand. Ist eigentlich weiter schlimm. Ich sitze alleine hier, höre ein bisschen Musik an. Oldies, vielleicht höre das. Und ja, mal sehen, wenn sie kommt. Ja, es ist so. Also eigentlich haben wir ja ein fettiges Menü. Ich dachte, es ist ein Frühstücksmenü. Ja. Aber das geht nicht. Ich möchte mir das bitte selber zusammenstellen. Tja. Also. Ich habe jetzt hier 20 Minuten gewartet, ist alles nicht so schlimm, aber wenn ich mir dieses Essen jetzt zusammen, also zwei Eier kosten 50 Baht, haben 40 Baht, Bacon, Orange Juice 30 Baht, also ich denke mal, ich komme dann weit nein, über 115 und ja, ist nicht so schlimm. Ich habe da früh keine Lust, mir mein Köpfchen anzustrengen und mir das genau rauszusuchen. Viele würden sagen, ich mache es ja eh jeden Früh nicht. Und ich würde sagen, es ist eine wunderschöne Gaststätte. Aber es ist besser, wenn er abends ja geht. Also ich werde jetzt das Movie heute fertig machen, werde es hochladen. Und dann könnt ihr morgen früh sehen, wo ich ansonsten essen gegangen bin. Ja, ist jetzt nicht so schlimm für mich. Aber ist eben so, wie es ist. Ich will früh relaxen und den Tag schön beginnen, wenn ich da zu viel überlegen muss. Das ist nichts für mich. Also, gehen wir. Ich weiß nicht, was noch jetzt gerade passiert, weil sie gucken schon wieder ein bisschen komisch, aber ist egal. Was soll ich machen? Ist lieb und nett gemeint. Aber ja. So. Also wir gehen wieder. Wie gesagt, Yeah, I know one thing, make this. You have one for breakfast, I order for 150, and the lady tell me no, you make a different. And I won't order, she's good notice for 150. I show you, so, ich habe das aber ganz höflich bestellt, ihr seht ja hier hinten die drei. Die reden noch mal eine, guckt ein bisschen komisch. Aber er war ein Versuch wert. Wir werden noch mal hierher gehen und zwar ein bisschen später. Vielleicht mal abends. Vielleicht sollte er auch mal vorher im Internet nachgucken. Aber ja, es ist so wie es ist und es ist nicht schlimm. Also. Ich würde sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gerne. Das kracht mich ja wieder weg. Alleine über das Schild hier. Parking Fee. Ach so, da steht nicht free. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Kommt mir alle gut durch die Woche. Und bleibt mir gesund und werdet alle glücklich. Jetzt gehen wir Frühstück. Bye, bye.